Episodele. Heute mal ohne Webcam und heute auch mal im Creative-Modus. Wir wollen mal gucken, dass wir mal so ein ganz kleines Häuschen bauen gemeinsam. Aus Standardmaterialien, ohne Mods, ohne alles. Einzige Mod, die drin ist, ist hier unten die Leiste, dass das ein bisschen länger ist. Vor allen Dingen, ja, das sind die Materialien, die wir brauchen. Ich baue es im Creative-Modus, ist aber überhaupt gar kein Problem, die Materialien auch im normalen Modus zu bekommen. Im Creative-Modus macht das Ganze so ein bisschen einfacher. Ja. Also, wir bauen ein kleines Häuschen. Das kann als Einstiegshäuschen benutzt werden oder als Zweithäuschen und so als erste Anlaufstelle oder zweite Anlaufstelle, je nachdem. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir gehen das einfach ganz strukturiert mal durch. Die Welt hinterher stelle ich natürlich zum Download bereit. Da kann sich das dann jeder angucken. Eine Datei für ein ganz cooles Programm, was im Forum neulich mal einer gepostet hat, stelle ich auch nochmal mit dazu. Da könnt ihr euch das dann nochmal irgendwie als Layer angucken. Die Einblendungen, die ich hier an der Seite im Video einbaue, kommen auch aus diesem Tool. Also es ist extrem praktisch zum Vorbauen, zum Vorplanen, bisschen kreativ rummalen mit Voxeln und ja. Also wie gesagt, wir fangen an, ganz einfach. Wir setzen einfach hier mal einen Stamm hin und dann zählen wir ab. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt dann unser nächster hin. Nein, Quatsch, Entschuldigung, ein weiter. 5 sind dazwischen. Dann machen wir da nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier und dahin. Und dann machen wir das Ganze. Ich gucke gerade mal in welche Richtung wir das am schönsten machen werden. Ich denke mal, so ist am besten. Machen wir nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Theoretisch hierhin. Wir setzen den aber eins weiter. Ja, dass der hier dann zwar auf der Höhe ist, aber hier eins weiter versetzt ist und dann geht es weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Einen hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier einen hinsetzen. Und dann machen wir nachher hier hinten einfach mit dem hier einfach bündig. Ah, dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, man kann auch hier das irgendwie hinmachen. Das ist letztendlich jedem selbst überlassen. Ich denke, so ist tatsächlich ein bisschen schöner, weil dann hier die beiden gegenüber sich stehen. Der Bauweise an sich macht das aber keinen Unterschied. Hier oder hier, das ist völlig egal. Wir lassen es jetzt mal hier auf der Seite. Und die ziehen wir dann entsprechend ein bisschen höher. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Ich muss kurz mal gucken. Den hier oben, den können wir uns eigentlich tatsächlich schenken. Einmal, zweimal, dreimal. Ich baue ihn jetzt mal mit, aber letztendlich einmal, zweimal, dreimal kann man den auch weglassen. Zweimal, dreimal. Man muss nachher dann gucken, dass man den vielleicht mit Erde oder so auffüllt. Das ist jedem letztendlich selber überlassen, was er dann da letztendlich reinbaut. Aber wir gucken erstmal, dass wir so hier die Höhe bekommen. So. Und jetzt zeige ich euch auch, warum wir das Ding eigentlich nicht mehr brauchen. Weil wir hier natürlich jetzt einmal zubauen. Hier und hier. Und hier, der wäre dann eigentlich überflüssig. Ja. Ist natürlich zum Ansetzen von dem Block dann da ein bisschen einfacher. Wenn das Material zu teuer sein sollte und ihr noch keine Baumfarben habt, einfach die letzten oben dann mit Erde auffüllen. So. Bauen wir hier nämlich erstmal schön den Rahmen außenrum. 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist er dann da. Wie gesagt, das ist hier oben und unten gleich. Zack, zack, hier auch nochmal, so, hier und 3, 4, 5, ja, hier ist jetzt eine Lücke, das ist aber beabsichtigt, das bauen wir gleich noch schön zu und dann hat man nämlich hier so einen Schacht, der, wenn man möchte, wenn man vom Keller baut, dann
Ja, hat man bis nach oben den Schacht einmal durch, da kann man dann, wenn wir dann ein Pipe durchlegen oder Mesokon-Signal durchführen, was auch immer. Es ist einfach so ein Schacht oder man baut die Leiter dann da drin, na, dass man dann von außen irgendwie trotzdem noch dran kommt, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Gut, dann wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen auffüllen hier. Jetzt haben wir zumindest unser Außengestell da. Jetzt wird das Ganze einmal ja, entsprechend eingepackt. Entweder man nimmt hier diese Steine, zieht dann einfach einmal unten die ganze Ebene einmal längs durch. Was natürlich auch gehen würde, ich zeige das nur mal ganz kurz. Einmal Licht hier, Fliesen rein und schüttelt dann stundenlang mit dem Schraubendreher rum und irgendwann sind die dann auch ausgerichtet. Und dann muss man sie natürlich noch richtig drehen. Und ja, hier kann man dann so einen reinsetzen. Das geht halt auch. Oder man setzt eine Treppe rein und stellt die quer. Das würde natürlich auch gehen. Der Einfachheit halber mache ich das jetzt aber mit den normalen Steinen. Ist aber letztendlich jedem selbst überlassen, wie er das dann baut. Ups. Ziehen eine Ebene einmal durch hier unten. Ja. So, und hier auch noch mal, hier auch noch mal. Hier lassen wir eine Lücke dann gleich. Da müssen wir mal gucken. Also da ist auch wieder die freie Wahl. Entweder lassen wir die Lücke hier, da kommt nachher die Tür rein, oder wir lassen die Lücke hier. Wenn man die Lücke hier lässt und man kommt rein, hat man hier ein bisschen mehr Fläche. Wenn man die Lücke hier lässt, ja, kann man hier noch was hinstellen. Oder was natürlich auch geht, dass man sie so in die Mitte macht. Sieht so ein bisschen komisch aus. Ich mache es dann mal hier auf die Seite und bauen wir hier dann noch ein Fensterchen rein. So, damit wir ein bisschen Abwechslung in die Sache reinbekommen, nehmen wir jetzt ein bisschen Holz. Auch hier kann man natürlich wieder mit Slabs arbeiten. Ja, das muss jeder für sich selber ausmachen. So wäre dann jetzt die Front, dass sie zu wäre. Wir haben ja gesagt, wir bauen hier noch ein Fenster rein. Machen wir dann auch einmal außenrum. Ja, wir lassen hier große Fenster. Ja, man kann natürlich auch sagen, man hätte gern kleine Fenster. Oder ganz kleine Fenster oder nur solche Fenster. Ja, aber hier so ein bisschen Licht, dass man so ein bisschen drin was machen kann, ist glaube ich auch ganz gut. Ziehen wir auch einmal rum. Das wird überall gleich auf allen Seiten. So. Hier muss man gucken, hier ist natürlich jetzt ein bisschen größer das Fenster. Entweder macht man hier dann zu, dass es nicht so ganz groß wird, dann kann man hier eventuell auch noch eine Treppe bauen, das zeige ich gleich alles nochmal. Ich lasse es jetzt erstmal offen, da kann man dann immer noch gucken. Und das letzte hier vorne. So, dann einfach Glasscheiben rein. Oder man nimmt halt die normalen Glasblöcke, das geht natürlich auch, sieht halt ein bisschen komisch aus. Wenn man Slabs nimmt hier, da muss man natürlich dann die Glasscheiben nehmen, weil sonst sieht das sehr komisch aus. In dem Fall haben wir jetzt halt die normalen Blöcke genommen, das geht dann auch. Man kann auch, wenn man dann Moorblocks hat zum Beispiel, da gibt es dann diese Slabs, die sind nicht in Slabgröße, sondern einfach hier so ein bisschen kleiner, so drei, vier Stückchen hier irgendwie am Rand. Hat man so eine leichte Struktur drin, aber er kann immer noch hier die normalen Scheiben benutzen. Aber wie schon gesagt, das Haus, das geht auch ohne Mods einwandfrei, das ist gar kein Problem. Ja. So, so. Hier noch. Hier noch. So, dann setzen wir schon mal den Boden oder die Tür rein. Da muss man gucken, wie man am liebsten anfängt. Wir hauen auf jeden Fall hier jetzt erstmal so ein bisschen weg. Hapsala. So. Dass wir ein bisschen Platz haben für den Boden. Na, auch hier wieder darauf achten, wir wollen ja den Schacht bis nach unten haben. So, da kommt nämlich dann gleich der Boden rein. Da kann man dann gucken, dass wir so einen Kachelboden machen. Also Schachbrettmuster. Oder wenn man mit Mods spielt, kann man zum Beispiel dann auch ja, den Boden aus Wolle machen.
Na, von den Schafen zum Beispiel. Was wir jetzt natürlich noch machen könnten, wir könnten jetzt hier noch weiter runtergehen und den Keller bauen. In der Datei, die ich mit bereitstelle, da habe ich den Keller auch gebaut. Jetzt hier in dem Fall lasse ich ihn jetzt einfach weg. Ja, das ist einfach, man gräbt hier halt noch weiter runter, macht dann einmal drumherum nochmal Steine, dass man einen Keller hat, dass man eine Wand hat. Und da hat man letztendlich freie Wahl. So, dann fangen wir hier mit dem an und dann nehmen wir den als Referenz und bauen uns da erstmal so ein Schachbrettmuster rein. In dem Fall jetzt halt, wie gesagt, mit Holz, was man auch machen kann, dann eben mit anderen Materialien, da ist man ja völlig frei. Was man tatsächlich auch machen kann, wenn man die Standardtextur benutzt, man kann den, eine Art von Sandstein nehmen, ich weiß jetzt nicht genau welche. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein gelblich-brauner Fußboden. Aber das geht natürlich auch, wenn man das möchte. Wenn man da auf den Look mehr Wert legt, als darauf, dass es irgendwie sinnvoll ist, hat man dann halt ein Boden aus Sandstein, der halt aussieht wie ein Teppichboden. In dem Fall ganz einfach machen wir jetzt hier so ein einfaches Schachbrettmuster mit Holz. Geht ja auch. Ja, das ist dann auch jedem selbst überlassen, wie er das dann baut. Ich habe den jetzt ganz ausgefüllt. Wir ziehen hier gleich noch Wände rein. Keine Sorge, es bleibt nicht so eine Halle. Aber erstmal machen wir das hier zu, dass wir es dann schön ordentlich haben. Sodele. Na, siehst du mal. Keller, wie gesagt, da wird man jetzt hier den Schacht offen lassen. Ich lasse ihn jetzt hier an der Stelle auch mal offen. Wir brauchen es hier jetzt nicht, aber dann haben wir ihn zumindest dann da für den Fall, dass wir ihn dann nochmal brauchen wollen. So, hier drin decken wir hier erstmal so ein bisschen zu. Ja, machen wir hier dann auch, so. Und hier kommt noch einer mehr hin. Ups, nicht da. Hier kommt einer mehr hin, damit wir den Schacht verdeckt haben. Ja, muss man gucken, das ist halt so ein bisschen dann eben Kompromiss. Wenn man sagt, man braucht den Schacht nun überhaupt nicht, ja, dann lasst den weg. Also dann so, dass man es hier dann zubaut, ist hier dann halt ein bisschen unsymmetrisch. Oder man setzt hier noch einen hin und hat dann hier eben eine etwas größere Wand. Da muss man dann halt eben gucken. Ich in dem Fall lasse das jetzt mal so. Dann brauchen wir hier normal, dann machen wir dann auch wieder zwei drauf. Überall. Ja. Ah, hier hin. Dahin, dahin. Und dann hätten wir so den Rohbau ohne Dachnetz soweit schon mal durch. Ah, da kann man jetzt hier eine Leiter ansetzen. Ja. Jetzt hier, wie gesagt, Creative Mode, da kann ich auch hinfliegen. Aber letztendlich setzt du dann hier die Leiter an, kannst dann hier hochklettern und kannst hier oben dann weiterbauen. Da brauchen wir natürlich noch eine Decke. Da empfiehlt sich immer eine helle Decke zu nehmen. Das macht das Ganze ein bisschen größer. Die Decke ist in dem Fall jetzt auch gleich der Boden von dem Dachgeschoss. Ah, da muss man dann gucken, was man dann gerne als Boden haben möchte und zieht das dann eben als Decke rein. Da muss man halt gucken. Es ist ein sehr kompaktes Haus. Von daher hat man nicht so super viele Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Ist so ein bisschen eingeschränkt in seiner Kreativität, aber letztendlich dadurch, dass es halt sehr kompakt ist, ist es natürlich einfach und schnell zu bauen. Als, wie gesagt, als Ersthaus oder so, als, ja, wenn man unterwegs ist und nicht irgendwie in so einer Kobbelbude wohnen möchte, kann man sich halt relativ schnell so ein Häuschen hinzimmern. Und wie du siehst, es ist relativ leicht auch zu bauen. Also es ist nicht wirklich viel Aufwand. Man muss es halt einfach einmal gemacht haben, damit man ein bisschen dann ja, die Sachen gut aneinander setzen kann, aber letztendlich, es ist kein kompliziertes Haus, aber ich denke, das ist eine ganz nette Idee, das mal so zu machen. So, das haben wir da. Upsi, guck mal hier, so. Hier natürlich noch eine Leiter mehr hinsetzen, dass man hier auch rauskommt. So, dann machen wir hier oben einfach weiter. Na, hier können wir zumachen, hier können wir zumachen, so und so. Und so, dann haben wir nämlich hier schon mal ja, einen Raum, wenn man so möchte. Und da muss man dann halt wieder gucken, wie man es gerne hätte. Hier ist eben der Schacht, ne, dass man den Schacht so ein bisschen verdeckt. So. Ja, ja. Nee, so, 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 so. So, so, so. Da hätten wir dann den anderen Raum. Ja, man kommt dann hier hoch, machen hier noch einen rein, dann ist es leichter zum Rauf- und Runterklettern. Und jetzt braucht das ganze Ding natürlich noch ein Dach. Ja, da muss man dann eben gucken.
Entweder man nimmt hier dieses etwas dunklere rote Holz oder man guckt, dass man ein ja, ein Lehmvorkommen sieht und da kann man sich dann eben die Steine draus brennen. Aus den Steinen kann man dann auch hier die Treppen machen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal das etwas rotere Holz. Sie sind das überhaupt Akazienholz. Und auch da gucken wir natürlich, dass wir das entsprechend benutzen. Hier muss man schauen, hier setzen wir hier unten an, dass es so ein leicht vorgezogenes Dach ergibt. Ja. Jetzt ohne Mod ist hier natürlich eine Lücke. Da kann man dann entweder einen Slab reinsetzen oder man nimmt halt einen kompletten Block, das geht natürlich auch. Dann macht man das hier dann einfach zu. Dann hat er halt hier so eine Ecke, das ist nicht weiter tragisch. Weil man dann mit Mods spielt und ja, die Kreissäge aus dem Morblocks Mod hat, kann man sich natürlich eine entsprechende Treppe zurechtschneiden. Und upsala, so rum. Und ja, die dann halt eben da an der Stelle dann benutzen. Aber wie schon gesagt, das Haus bauen wir jetzt mal ohne Mods. Ja, hier muss man dann auch wieder gucken, was man hinsetzt. Hier bietet sich natürlich an, Slab hinzusetzen. Und dann machen wir hier einfach einmal zu. Upsa, so. Die umgedrehten Treppen, die brauchen wir gleich auch nochmal. Nein, aber nicht hier an der Stelle. So. So, dann klettert man wieder hoch und baut dann das Dach hier oben erstmal weiter. Ja, da setzen wir dann jetzt hier an. So. Hier muss man natürlich jetzt überlegen, was man jetzt macht. Was man natürlich machen kann, ist hier dann eben einen von wegnehmen. Man hat ja hier so ein bisschen Platz. Das ist ja gar kein Problem. Man kommt ja hier ohne weiteres dazwischen. Hier davor wäre halt die Treppe, aber hier kommt man ja die Leiter. Hier kommt man halt ohne weiteres dazwischen, macht dann hier auf. Ist natürlich, Moment, ist natürlich nicht so optimal. Aber ich glaube, wenn du hier aufmachst, guckst du auch nach unten. Ja. Upsi. Na, komm. Ich glaube, hier kannst du aufmachen und hier. Genau. Da wollte ich hin. Na, weil. Also, Mesekon kriegst du da halt durch. Wenn du jetzt ja, Pipes benutzen möchtest, da musst du dir natürlich ein bisschen was anderes ausdenken, aber auch das, denke ich mal, kriegt ihr hin. Kann natürlich hier irgendwie hochgehen dann. So. Moment. Machen hier wieder ordentlich. So. So. Ich denke, jetzt haben wir es. Also die Pipe kommt hier, kommt hier, kommt hier, kommt hier. Und kommt halt hier raus. Nun kann man hier so einen Technikraum machen, wie auch immer man das dann haben möchte. Und hier setzt du natürlich dann eben entsprechend einfach einen Note hin. So. Und trotzdem hast du hier halt eben die Pipe dann einmal um die Ecke. War gerade ganz kurz irritiert, weil eigentlich kannst du das auch andersrum bauen. Aber in dem Fall ist es so und man kommt halt hier dann raus an der Stelle, anstatt hier auf der Seite. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Hier oben ist eh nicht so super viel Platz. Aber wir machen erstmal das Dach kurz weiter. Ja. Kann man nämlich jetzt hier einmal rundum ziehen. So. Hier hinten die Lücke. Ja, wie gesagt, mit der richtigen Mod hast du dann hier auch eine vernünftige, ja, die vernünftigen Blöcke, um dann da hier eben dann schön um die Ecke zu kommen. Aber wir machen es jetzt erstmal so. So, da muss man gucken, hier unten kannst du eh nicht laufen. Das heißt, entweder baut man hier dann Kisten rein. Also hier müsste sowieso wahrscheinlich eine Kiste rein, wo man dann was reinschmeißen kann oder irgendwas rauskommt. Was auch geht, kannst du das einfach hier zuziehen mit Holz und dann hat sich das Thema dann auch erledigt. So, wir können hier schon mal. Wäre dann das eine Fenster. Was natürlich auch geht, um wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen, weil hier unten hast du ja auch schon Holz. Du machst das Ganze hier aus Stein. Der geht natürlich auch. Ja. Oder du
guckst, dass du von außen so eine kleine Struktur dran baust, dass du so einen kleinen Mini-Balkon hast. Material müsste man sich natürlich überlegen, ob das jetzt der sinnvollste wäre. Und ja. Man kann halt rausgehen auf den Balkon. Der ist nicht sehr groß, aber es funktioniert. Auch hier kann man wieder gucken, mit den richtigen Mods kann man dann hier die Dinger auch so klein machen, dass das hier nicht so weit übersteht. Das ist letztendlich jedem dann überlassen, hier oben, wie wir es dann bauen. Ich denke mal, wir machen hier auch erstmal so zu. So. Und dann bauen wir erstmal unser Dach zu Ende. So. Zack. 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 Dann machen wir hier zu. So. Hier drüben genauso. Das ist jetzt einfach reine Fleißarbeit. Na, da muss man jetzt, upsa, da muss man jetzt einfach einmal das Dach hier zuziehen. Und dann können wir gleich von innen nochmal gucken. Hier ist halt wieder. Ups. Hier ist halt wieder ein Slab. Oder halt eben, ich wiederhole mich da, mit der richtigen Mod hat man dann hier auch eine vernünftige Kurve. Wir bauen es ja ohne. So. Hoppa. So. Und so. So. Weiter geht's. Einmal müssen wir noch. Dann sind wir dann aber auch durch soweit. So. Ja, hier ist halt, hier muss noch einer hin. Hier ist halt so zu. Ja. So, auch hier könnte man natürlich dann Slabs benutzen, dass das hier so ein bisschen. So, hat man so ein bisschen mehr Geräumigkeit. Zumindest bei den oberen beiden. Der untere ist ja eh egal. Gut, dann haben wir unsere Treppen haben wir hier. Ja. 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 Und hier oben ganz einfach, da legen wir einfach Slabs drauf. Scheint natürlich dann extrem durch alles. Also Licht von außen ist halt innen sichtbar und wenn man jetzt innen Fackeln anbringt, ist das natürlich auch von außen dann irgendwie durchscheinend. Da muss man halt schauen. Ist aber nicht weiter tragisch. Es hat ja auch was. So, jetzt haben wir es soweit. Jetzt muss man natürlich mal gucken, dass wir hier irgendwie das nochmal schön machen von unten. Bietet sich natürlich das an, mit umgedrehten Treppen zu machen. Hier oben muss man schauen. Entweder macht man es so. Oder was auch geht, man setzt einen Slab dran. Da muss man gucken, was einem dann lieber ist. Ich lasse es jetzt mal so mit dem Slab, dass man hier oben dann so ein bisschen von dem Stein noch außen sieht. Aber das ist letztendlich Geschmackssache. Man kann es auch weglassen. Wenn man dann auf den eckigen Look hier steht, kann man es natürlich auch so lassen. Oder wenn man More Blocks hat, es gibt ja von diesen Slabs nochmal die halben. Dass die hier eben nochmal geteilt sind, dass man eben diese kleinen Stückchen hat. Die kann man natürlich dann hier in die Ecken setzen. Das geht halt auch. Da kann man ja experimentieren, wie man gerne möchte. So. Na komm. Zack. So. Da haben wir es dann so. Wobei ich das hier tatsächlich fast so schöner, oder? Und dann sieht das von der
von den Höhen hier irgendwie besser aus. Aber auch da, na, muss man gucken, je nachdem, was man lieber hat. Haben jetzt mal beide Varianten gebaut. So und so. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Treppe hoch. Ja. Können wir hier natürlich noch Türen reinsetzen. Entweder so rum oder so rum. Ja, also einmal entweder hier geschlossen oder hier eben, ja, dass man so einen kleinen Türeingang hat. So. Zack, zack, Tür zu. Auch hier natürlich wieder Glas rein. Oh, die Türen jetzt mal auf. So. So, dann hat man es so und dann hat man es hier so. Ja, mit dem Balkon hätte man halt hier dann eben eine Tür. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Fackeln. Dass wir das Ganze so ein bisschen beleuchten. Ja. Schön hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier und hier und hier und hier. Ne? Und Stauraum hat man jetzt hier genug. Hier halt eben die Hochleitung. Oder wenn man mit Mesekons baut, die gehen ja auch dann, wenn hier einer dazu ist, gehen die auch hier noch so um die Ecke. Das funktioniert dann schon noch. Ja, hier könnte man Kisten reinstellen. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Ja. So. Man kommt auch noch ran an die Kisten. Stauraum ohne Ende machen wir hier genauso. So. Und schon hat man hier ausreichend Platz, würde ich sagen, und hat irgendwie immer noch genug Möglichkeiten, was zu machen. Kann man nochmal ein schönes Bettchen reinstellen. So. Ja, wobei das andere irgendwie schöner ist, ne? So, das sieht doch besser aus hier. Ja, dann kannst du hier neben deinen Kisten schlafen, da kommst du auch immer noch ran, das ist gar kein Problem. Ah. Ja, man kann so ein bisschen Dekokram noch einbauen, ne? Wenn man dann irgendwie auch ein bisschen Mehrwert auf die Optik legt, kann man hier sich schön irgendwie... Ja, also die Möglichkeiten sind da ja völlig frei. So, hat man hier Bücher und hier Bücher, dann kann man dann hier ganz viel lesen. So, von da dann eben so, von hier dann eben nur so. Plate, ach ne, die waren bei Dings dabei, ne? Einen Tisch könnte man sich hier noch reinbauen, ne? Also was man halt haben möchte. Hier hat man natürlich auch noch so ein bisschen Platz, hier kann man auch noch irgendwie Kisten reinstellen ohne Ende, also ja, Möglichkeiten sind da. So, mach hier mal zu. So. Siehst du, und schon haben wir hier ein Lagerdach. Hier halt vielleicht noch irgendwie einen Ofen reinstellen zum Beispiel. Oder halt, was man halt gerne reinhaben möchte. Platz ist da, hier ist da. Man kann so der Optik halber hier vielleicht noch irgendwie das Ganze hier oben mit dem hier auf eine Ebene bringen. Ja, man stößt sich dann zwar den Kopf, wenn man springt, aber ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm. Und unten ganz genauso, da bringen wir auch noch eben Fackeln an. Dahin, 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 dahin. So, ne, dass man hier immer schön die Fackeln gegenüberstehen hat. Hier sind sie halt um eins versetzt, aber das ist auch nicht schlimm. Dahin, 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 dahin. Hat man es dann beleuchtet. Von außen kann man es natürlich auch noch beleuchten, wenn man möchte. Kann hier irgendwie entweder auf der Höhe einfach neben den Fenstern immer Fackeln oder hier oben. Das ist je nachdem, was man halt lieber mag. Ne? Man kann die Fackeln hier oben hinsetzen. Ich setze sie gerne hier unten hin, einfach, dass der Boden so ein bisschen mehr beleuchtet ist. Dann gehen wir hier auch nochmal einmal rum. Setzen hier nochmal einmal überall Fackeln hin. Was natürlich auch geht, kannst du überall hier Fackeln dran setzen. Ups. Dass man immer hier dann hier an den Säulen die Fackeln hat, das geht genauso. Ja. In dem Fall machen wir es jetzt mal so. Zack. Na. Zack, zack. Ja, hier muss man gucken. Ne? Entweder hier und hier. Oder man setzt hier einfach eine in die Mitte und eine da. Oder so. Ich glaube, so ist schöner.
dass man immer so die Fenster umrahmt hat. Ja, genau, eine Tür muss hier noch rein. So. Auch wieder entweder so rum oder andersrum. Das ist einem letztendlich ja selbst überlassen. Ah, ich denke aber so rum ist sinnvoller, weil sonst müssten wir halt hier eben den durch ein anderes Material austauschen. Und dann war es das auch schon. Mit Erklärung alles drum und dran, halbe Stunde. Ich denke mal, ja, kann man wohl so anbieten. Wir können ja spaßeshalber nochmal ganz kurz gucken. Time. Nacht sieht es halt so aus, ne? Das Dach ist halt mitbeleuchtet. Lässt sich ja nicht anders machen. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gefixt werden soll oder nicht, oder wie auch immer. So, aber man hat auch innen, auch bei finsterster Nacht, immer noch genug Tageslicht, beziehungsweise Fackellicht. Kommt hier oben wunderbar dann hin. So. Tür zu. Schlafen. Liftbett. Oh, man steht daneben. Also, das funktioniert auch. Schlafen geht einwandfrei. So, ja, Einrichtung, da muss man halt gucken, was ich hier immer ganz gerne mache. Ich baue hier immer so ein bisschen so, Anführungszeichen, Küche rein. Also Ofen, eine Kiste, von Technik entsprechend irgendwie die Sachen. Ihr kennt das ja aus dem Let's Play. Meine kleine Küchenzeile hier. Prinzipiell ist das Haus im Let's Play dem hier ein bisschen nachempfunden. Ich glaube, ein bisschen größer ist es. Aber vom Stil her ist es halt relativ ähnlich. Man kann es auch wunderbar erweitern. Ja, man nimmt hier einfach das Ding hier weg und zieht hier einfach dann immer schön in 5er Abständen 1, 2, 3, 4, 5 hier, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so weiter. Kann man es dann beliebig verlängern. Steht mir ja auch noch bevor. Ne? Also, das war's auch schon, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten regulären Folge von Mama ein Test Let's Play. Haut rein, bis dann. Tschö.